Ja, Moment Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Hedy unterwegs und wir haben ein Randomizer-Setup gemeinsam mit Tarnung verwandt für das Volk und Observierung. Das sind die vier Fähigkeiten, mit denen wir unterwegs sind. Und wir sind zusätzlich auch noch mit der Community unterwegs. Das verspricht also eine gute Runde zu werden, Leute. Direkt rein, Abfahrt. Ja, ich meine, wenn man so expliziten Genre nicht mag, kann ich es schon eher verstehen. Oh, den Hit kriege ich. Ist er jetzt weg von mir? Wild, dass das funktioniert hat, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Ja, vielleicht muss ich mir irgendwann auch mal die Serien anschauen. Weil da sagen ja viele Leute, dass sie gut sein sollen. Mal in der Grundschule vor dem ins Bett gehen geschaut. Musicalfilm. Ist aber auch eine geile Mischung, ne? Horror, Thriller, Dystopia und Musicalfilm. Für manche zählt das vielleicht auch unter Horror, vielleicht deswegen. So, Laura heute wieder im Kino, ey. Let's go, ey. Die lebt das Leben. Was guckst du denn heute? Viel Spaß auf jeden Fall. Ist ein bisschen Nachos für mich mit. Kato geht erstmal langsam was zu essen kochen. Oh, Toka kommt gleich nach Hause, alles klar. Viel Spaß dabei. Und lasst euch schmecken gleich, ne? So. Wanne wurde auch schon gerettet. Zweiter Gen ist durch. Das sieht doch schon mal nach dem Plan aus. Ah, guck mal hier. Er ist zurückgesetzt. Ich hau mal meinen Werkzeugkoffer rein. Barbecue, alles klar. Oh, shit, das war jetzt zügig. Challengers. Ich bin im Filmgame halt echt gar nicht mehr drin. Wie knapp war das denn gerade? Dass das nicht mehr gebounced hat, ist schon bitter. Ah, ich habe es eine Millisekunde zu spät realisiert. Hätte ich jetzt eine neue Tastatur, Leute, da, das wäre bestimmt noch, hätte es bestimmt noch geklappt. Er haut wieder ab. Tunnelpunkt Exe oder was? Nee. Wo ist er denn hin? Da. Oh, ich habe ihn irgendwie noch da verortet. Okay. Er hat seinen Meister gefunden. Filme sind für dich irgendwie tot. Ich muss sagen, ich bin auch eher der Serientyp geworden mit der Zeit. Früher habe ich immer lieber Filme geschaut, obwohl eigentlich habe ich schon immer gerne auch Serien geschaut. Aber ich mag einfach bei Serien, dass man mehr Zeit hat so für Charaktere, Charakterentwicklung oder auch, dass du die so kennenlernst und alles. Du kannst halt auch viel coolere, ausladendere Stories erzählen oder so verworrene Sachen und so weiter und so fort.
Ja, keine Ahnung, aber ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch so selten im Kino. Ich glaube, letztes Jahr war ich 2-mal im Kino. Ja, die andere Person gleich helfen? Nein? Dann gehe ich. Heim, wir wandern einmal kurz hoch hier. Kann ihn noch zusätzlich nicht ab. So, Max muss noch mal ein bisschen an den Schreibtisch. Oh no! Klausuren korrigieren oder wie? Oh. Later, du Schlingel. Dann springe ich mal hier runter. Junge, der jagt mich einfach nicht mehr. Der hat einfach aufgegeben. Der jagt mich einfach nicht mehr. Okay, dankeschön. Nimm mich einfach mal so als Kompliment jetzt hin. 3-mal in der Verfolgungsjagd gewesen und 2-mal davon ist einfach gegangen. Letztes Mal im Kino war es, als der Stein der Weisen gezeigt. Okay, dann hast du gewonnen. Nee, ab und an gehe ich noch. Aber echt selten. Jetzt hat er mich. Es sei denn, er fällt jetzt auf den ältesten Trick der Weltgeschichte rein. Okay. Hätte funktionieren können. Die beiden sind am Gen. Er hat ja Barbecue und Chili dabei. Ah, ich habe ja Verband dabei. Stimmt, ich bin ja mit dem Randomizer wieder unterwegs. Oh, die sind vielleicht lustiger als die Noten der Neuner. Also wirklich heute ein paar Arbeiten noch korrigieren. Oh, Marie, gönn dir. Bei uns gab es heute Kartoffelsuppe. Leni hat mal einen rausgehauen hier. War sehr lecker, muss ich sagen. Komm, das ziehen wir noch durch, Wanne. Danke. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, geht er auf mich wieder? Nein. 3-1. Da kann ich mich noch drauf ausruhen. Er kann noch ausgleichen. Obwohl, er könnte mich auch einmal sluggen, damit er 4-3 dann in Führung geht. Okay, ich bleib mal auf entspannt hier, ne? Ah, das war Alwesh. Oh! Ach, shit. Alwesh ist RIP. Wie ist das passiert? Oh. Sind wir auf jeden Fall schön fleißig hier an den ganzen Generatoren. Zu dritt an 3 unterschiedlichen. Also, das kann er ja nicht lange durchhalten. Ich gehe mal wieder direkt zurück. Wenn er das sieht, kommt er vielleicht her. Nee, er will erstmal zu Sandra. Okay, er will alle Gens abchecken. Ist ja auch sinnvoll, aber er wird halt nicht alle verteidigen können. Dadurch, dass wir immer alle hier dran gehen. Warte mal, Charlie! 40 Monate, ich wollte schon sagen, wer hat Charlie denn hier gesehen? Die hat einen Resub rausgehauen hier auf Ehrenbasis. Renzo, nope. Hallo. Mal schauen, ob er mit möchte. Möchte aber nicht, ne? Er will zu Sandra jetzt zurück. Aber will ich jetzt an den Generator ran, damit ich hier meine... Damit er den Anschlusstreffer noch machen kann zum 3-2? Eigentlich ja nicht. Aber machst du nichts, doch. Charlie, Dankeschön für 40 Monate, ne? Moin, moin.
Wie geht es dir und dem Bioladen? Das sind hier die wichtigen Fragen. Okay, noch eine wichtige Frage ist, wird Wanne jetzt den Generator fertig schaffen? Wahrscheinlich schon. So, Sandra ist dort down gegangen. Ich gehe zum Ausgang, aber zu dem da hinten würde ich halt am ehesten gerne gehen wollen. Rechnet der vielleicht nicht mit, dass ich schon vorbei bin? Wisst ihr, was ich meine? Wenn Wanne noch ein bisschen die Füße stillhält oder so, wer weiß, vielleicht klappt's ja. Mal schauen. Der Resub chillt schon 2 Wochen hier. Wie war der Urlaub? War super. War sehr gut. Oh, die Tore sind übrigens zu, Freunde. Jeder für sich. Er ist auch bei den anderen. Oder bleib bei Wanne. Obwohl er mich gesehen hat. Ich weiß leider nicht, wo Sandra hin ist. Der EA-Stream war auch mega. Ja, der hat halt ein bisschen Probleme leider gehabt. Zumindest als wir erstmal wandern gewesen sind, ne? Der am Strand hat dann aber gut funktioniert. Da ist Sandra. Okay. Er wird jetzt halt da wahrscheinlich erstmal bei Wanne bleiben. Das Problem ist, da wo Sandra ist, ist halt gar nichts. Der andere Ausgang ist bei Wanne. Nicht, dass wir das schaffen, ehrlich gesagt. Mit Hochheilen. Geht raus, sagt Wanne auch, ne? Ja, ich glaube, das wäre doch nichts mehr zeitlich. Wenn ich jetzt alleine hingerannt wäre, ich hätte nochmal traden können, gegebenenfalls. Das hätte nochmal klappen können. Dann hätten die anderen beiden sich aber heilen müssen. Ah, wilde Runde, ey. Wilde Runde. Schade. Da machst du nix. GG. Ach ja, auf die Community ist er einfach Verlass, Leute. Ich hoffe, euch hat die Runde auch gefallen. Und falls es so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lasst. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, Leute, dann sehen wir uns natürlich schon im nächsten Video wieder hier bei Dead by Daylight. Und ja, bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.